Große Industrieunternehmen stellen fest, dass die digitale Innovation dazu führt, dass sie sich schneller bewegen müssen, dass sie innovativer agieren müssen und haben festgestellt, dass sie es häufig intern gar nicht hinbekommen, weil die Company-DNA das nicht zulässt. Und deswegen hat man gesagt, okay, man guckt sich auch die externen Märkte an. Die großen Innovationen kommen von externen Startups. Ein Accelerator ist ein dezidiertes Programm mit einem Start- und Endtermin, meistens 3 bis 6 Monate, wo vorne gute Startups reinkommen und hinten sehr gute Startups rausgehen. Die jungen Unternehmen bekommen Kontakt zu etablierten Unternehmen, sie bekommen Erfahrung über die Zusammenarbeit mit Mentoren und davon profitieren sie. Wir schaffen es eben, Innovationen ranzuholen aus ganz Europa und Israel. Wir reden also mit ganz, ganz vielen jungen Startups und bieten so etablierten Unternehmen Zugang zu diesen innovationsträchtigen, noch kleinen Unternehmen, sorgen für ganz viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, machen ganz viele Kooperationen etc. pp. Das lohnt sich sehr. Wir sorgen eben dafür, dass die Teams, die zu uns kommen, aufgeschlaut werden in Bereichen, in denen sie noch nicht so gut sind und vor allem von unserem Netzwerk profitieren. Wir haben ungefähr 200 Mentoren, mit denen wir die Teams verknüpfen, je nach Bedarf. Dann reden die also mit Leuten aus Konzernen, die reden mit erfolgreichen Gründern, die reden mit PR-Menschen, mit Markenmenschen, mit wem auch immer sie reden müssen, mit Entwicklern und kriegen dadurch ganz viel Know-how vermittelt in extrem kurzer Zeit und können dadurch viel schneller wachsen. Als Haspa sind wir Initiator der Acceleratoren zum Thema E-Commerce und zum Thema Logistik. Wir sind in der Stadt, man kennt uns in der Stadt, wir werden auch immer in der Stadt bleiben. Wir sind bestens vernetzt in die Hamburger Politik, in die Wirtschaft, in die Wissenschaft, zu den Universitäten. Wir haben 500 Startups, die wir jedes Jahr begleiten. Wir haben auf der anderen Seite 50.000 bis 60.000 etablierte Unternehmen der unterschiedlichsten Größe. Und dieses Netzwerk, das verbinden wir sozusagen miteinander und diese Rolle passt ausgezeichnet zur Haspa.